Moinsens und Servus. Willkommen zurück bei Risen. So. Gut, wir haben mit dem Kollegen da oben gesprochen. Und hier, bitte. Das alte Erbstück des Dons. Hier. Das scheint das alte Erbstück des Don zu sein. Na, gibt's denn sowas? Ich bin beeindruckt. Du hast tatsächlich was gefunden. Hm. Und ich dachte, wir hätten schon alles durchsucht. Sehr gut. Ich werde das Ding mal beschlagnahmen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Hier hast du ein paar Münzen dafür. Weiter so. Am besten, du gehst gleich zu Toni und erzählst ihm davon. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Oh, weia. Was ist? Was geht, Quinnas? Was geht? Du machst Pause, ne? So, Toni, es tut mir leid. Für den Orden. Ich hab Don Estevans Amulett gefunden. Ja? Ist ja riesig, Mann. Wo hast du es? Ich nicht mehr. Hernandez hat es jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich verfluchter Idiot. Ich bin auf so einen Arsch wie dich reingefallen. Und ich dachte noch, warum will der Kerl mir helfen? Jetzt muss ich zum Don und ihm die Scheiße hier erklären. Schönen Dank für gar nichts, du Arsch. Bahai. So. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um, aber ich glaube, wir waren hier überall, ne? Sieht so aus, ne? Gibt's was Wichtiges? Moin. Gut, dann sagen wir mal Bescheid. Der Kollege meinte, ich soll seine Freunde zusammentrommeln, ne? So. Toni wird dich nicht mehr beobachten. Sehr gut. Ich dachte schon, ich werde den Kerl nie los. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Du solltest mal über eine Ausbildung in der Vulkanfestung nachdenken. Wir könnten einen Mann wie dich gut gebrauchen. Weiter so. Mhm. Was ist los? Nothing. So, was haben wir hier? Tilda. Hi. Hallo. Wenn du was kaufen willst, musst du mit Konrad reden. Ich arbeite hier nur. Was machst du hier vor Konrads Haus? Was machst du hier vor Konrads Haus? Wo ist Konrad? Wir haben Konrad jahrelang unsere Erträge verkauft. Und er hat nicht schlecht daran verdient. Ich denke, es ist mehr als gerecht, dass er uns nun aufnimmt. Selbst wenn es nur vor seiner Tür ist. Was kannst du mir über den erzählen? Was kannst du mir über Konrad erzählen? Er hat das Haus voller Vorräte. Aber uns lässt er nicht herein. Er hat keinen Finger für uns gerührt. Nicht mal, als sie unsere Kühe geschlachtet haben. Erzähl mir davon. Die Weißen haben sie einfach mitgenommen. Und was haben wir dafür gekriegt? Ein paar Goldmünzen, die nicht ausreichen, um davon satt zu werden. Aber Konrads Kühe werden verschont. Er hat mit Carlos gesprochen und seine Kühe müssen nicht geschlachtet werden. Geil. Pah, Männer. Erzähl mir von dir. Erzähl mir von dir. Es sind schlimme Zeiten herangebrochen. Wir mussten unseren Hof verlassen. Und meine Söhne sind noch da draußen. Und ich weiß nicht, was mit ihnen ist. Es sind gute Jungs. Ich habe keine ruhige Nacht mehr, wenn ich nicht weiß, dass sie wohl auf sind. Kannst du mir nicht sagen, wie es meinen Söhnen geht? Es ist verboten, die Stadt zu verlassen. Das kann dich doch nicht davon abhalten, einen Weg hier rauszufinden, oder? Ja, und was mit dir? Was mit deinem Mann? Was ist denn mit deinem Mann? Ingvar? Ach, der? Der sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und versäuft unser letztes Hab und Gut. Wegen deiner Söhne. Was zahlst du denn? Was zahlst du denn, alte Frau? Ich habe kein Gold bei mir. Aber wenn du es schaffst, die Stadt zu verlassen. Ja? Ich habe auf unserem Hof noch einen Notgroschen versteckt. Da sind ein paar Felle und die silbernen Kerzenleuchte von Uroma. Ich habe sie hinter der Scheune vergraben. Welcher Hof ist eurer? Der Hof auf dem Weg zur Vulkanfestung. Bro. Ein Ordenskrieger namens Severin hat dort jetzt das Sagen. Wie heißen denn deine Söhne? Wie heißen deine Söhne? Beppo ist der Älteste. Er ist gar nicht erst mit in die Stadt gekommen. Kenn ich den Hoffentlich nicht? Ist er nicht den Banditen in die Hände gefallen. Ach doch, ja, Beppo. William hat sich freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Und Marvin, mein Jüngster, ist in der Nacht auf und davon. Ich werde mal die Augen offen halten. Oh, danke. Danke, ich... Ja, schon gut. Ja, Beppo, der ist Bandit geworden, ne? Der unfreundliche Lagerverwalter oder so. Ich traf deinen ältesten Sohn, Beppo. Dann lebt er... Ja, er lebt. Er hat einen Job bei, bei den Ruinen. Aber ist das nicht gefährlich? Naja, aber er ist nicht allein. Er hat ein paar starke Kämpfer an seiner Seite. Okay.
Sonst noch was? Mir ist jetzt nicht nach Reden. Wer ist denn der Konrad? Bist du der Konrad? Moin. Wenn du interessiert an Waren aller Art bist, wirst du bei mir bestimmt etwas finden. Aber wenn du nur gekommen bist, um zu betteln, kriegst du meinen Stock zu spüren. Moin. Ich hörte, du lässt Tilda nicht in dein Haus. Hat sie dir das erzählt? Die alte Hexe? Ich versorge sie mit Nahrung und stelle ihr großzügig Platz zur Verfügung. Und sie jammert und heult. Lass sie doch einfach drin schlafen. Hör mal, Bursche, misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Hier bestimme immer noch ich, wen ich in mein Haus lasse. Zeig mir deine Ware. Boah, Tee, Hammer Tee, was ist das für ein Zauberzeug da oben, ey. Aha. So, was geht denn hier eigentlich? Oh, Digga. Fass hier bloß nichts an. Wer bist Gibt du? Es was? Was hast du hier zu suchen? Maul. So, kann ich mit dir reden? Gibt es was Besonderes? Wie löse ich das? Oh. Elsa. Hallo, Elsa. Interesting. Hier geht's hoch über den Wehrgang, ne? Ah, ja. Aha. So. So, moin. Ich wollte mir dann nochmal hier das angucken, wo die Schatulle sein soll. Die goldene Schale, die soll beim Leuchtturm ja irgendwo sein. Und hier müssen wir auch nochmal gucken, wo es da hinten hingeht. Aber Telekinese, habe ich den Zauber? Kann mich nicht dran erinnern. Doch, haben wir Lichtzauber, Nautilus, Levitation? Nee, hab ich nicht. Muss ich mal alle mal ausprobieren, ey. Ich denke, wenn ich Telekinese anmache, also den Zauber, dann wird mir das schon auffallen. Ich glaube, das war... Ja! Verdammt. Wie komme ich an Telekinese ran? Lass uns handeln. Wie komme ich an Telekinese ran? Ja, sorry. Jetzt kann ich aber das verkaufen. Und das. Und goldener Pokal natürlich. So. Hey! Jetzt kann ich mit Flavio auch hier Dingenskrams machen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Safe, wenn ich mir das jetzt nehme und er sieht zu, gilt das als Diebstahl oder so. So. Probieren wir mal aus. Das ist wie bei Gothic 1, wer sich daran noch erinnern kann. So, ich habe alle drei. Sag ich dem noch Bescheid oder gehe ich wieder zurück? Keine Ahnung. Ich sag dem nochmal Bescheid. Moin. Ach, ich liebe dieses Spiel. Es ist nicht das allerliebste Spiel, aber es hat Herz. Es erinnert an die simplen Piranha-Bytes-Zeiten einfach. Wo Ehrlichkeit wichtiger war als, keine Ahnung. Probier's woanders. Okay. Ich habe jetzt auch die Fälle. Ich kann jetzt beim Flavio vorbeischauen. Beziehungsweise, wie wäre es, wenn wir vorher nochmal in der Festung nachgucken? Und dann besuchen wir auch mal diesen Kommandant Carlos oder wie der heißt. Weil das fehlt uns ja auch noch. Dann haben wir eigentlich so oberflächlich die Stadt gesehen, waren wir in allen Vierteln und so. Guck nochmal, wo es hier die Treppe runter geht. Ja, zurück an Bordell halt, ne? Genau. Easy. Dann let's go. Okay, let's go. Nice Treppe hier und so auch. Ach, ist das schön. Mornapilz, immer doch. So, was habt ihr hier Feines? Eine Beere. Ah, da ist noch so ein Zeug. Darf mal rein? Halt! Kein Zutritt. Mach schon Platz. Carlos hat mich rufen lassen. Ja. Die Story. Tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, schon gut. Du kannst reingehen. Was ist das hier? Was ist das für ein Gebäude hier? Das hier ist unser Wachhaus. Carlos, unser oberster Ordenskrieger und Kommandant der Stadt, hat hier seinen Sitz.
Wie bist du Ordenskrieger geworden? Who cares, aber egal. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Die Zwangsrekrutierten bleiben meistens in der Vulkanfestung oder werden in die Tempelruinen geschickt. Der Wachdienst hier ist zwar auch kein Zuckerschlecken, aber immer noch besser als in den Ruinen verheizt zu werden. Sie haben mich sogar gefragt, ob ich Magier werden will. Naja, bin dann doch Rekrut geworden. Magie liegt mir eben nicht so gut wie der Kampf mit dem Stab. So, ich darf doch hier noch mir ein bisschen Loot gönnen. So, geht hier irgendwas? Oh, jawoll! Immer, weißt du, immer gucken. Hier ist was vergraben. Immer nachgucken. Was haben wir denn hier Feines? Immer diese Secrets. I love it. So, jetzt buddelt er dreimal. So, und jetzt muss er graben. Das ist halt immer der Film, aber gut. Es ist immerhin deutlich eine Abkürzung im Vergleich zu Realtime, denke ich. Da darfst du erstmal ein paar Tage dran sitzen. So, hallo. Alter, Ring der Verstohlenen. Scheiße, ey. Mit dem Ring muss ich Schleichen gar nicht lernen, ey. Heftig. Gut zu wissen, ey. Ich kannte dieses Versteck, glaube ich, auch noch gar nicht. So, was haben wir hier? Heilpflanze. Kann man hier rausjumpen aus der Stadt? Ich glaube schon, oder? Weiß nicht. Ist ja alles einigermaßen offen, ne? Hallo, ich habe genügend eigene Sorgen. Dann bist du wahrscheinlich der Kommandant, ne? Hallo, Carlos. So, da bist du also. Wird auch langsam Zeit. Kennen wir uns? Dein Ruf eilt dir voraus. Schon als du diese Stadt betreten hast, hörte ich von dir. Die einen sagen, du würdest als Spitzel für Don Esteban arbeiten. Die anderen wiederum behaupten, dass du dem Orden der Heiligen Flamme beitreten willst. Wenn ich dich so ansehe, scheint mir, dass dein Geist noch unentschlossen ist. Alles, was ich sehe, ist ein junger, kräftiger Mann mit Tatendrang. Ich kann mich natürlich auch irren. Also, klär mich auf. Was willst du in meiner Stadt? Für den Don ein. Ich melde mich freiwillig. In dem Fall ja. Ich melde mich freiwillig. Ist das so? Nun denn, dann erkläre ich dir jetzt mal, wie das hier läuft. In dieser Stadt herrscht das Gesetz des Inquisitors Mendoza. Und ich bin seine rechte Hand in dieser Stadt. Das bedeutet, ich bin das Gesetz dieser Stadt. Jeder Störenfried und Verbrecher, der versucht, das Gesetz zu brechen, wird bestraft. Also, halte dich an meine Anweisungen. Und ich werde sehen, was ich im Gegenzug dazu für dich tun kann. Was genau ist deine Aufgabe hier? Was genau ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Leider sind viele der alten Artefakte auf dieser Insel aus Gold und deshalb sehr begehrt. Es wird geklaut, was das Zeug hält. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die goldenen Artefakte in die Vulkanfestung gebracht werden. Jeder kleine Dieb und Hehler dieser Stadt will einen Teil des großen Kuchens haben. In dieser Stadt befinden sich immer noch eine ganze Menge Artefakte aus den Tempelruinen im Umlauf. Das allein ist nicht weiter schlimm. Doch leider werden viele davon immer wieder aus der Stadt geschmuggelt und verschwinden im Banditenlager des Don. Wenn ich bloß wüsste, wie diese Artefaktschmuggler das bewerkstelligen. Das Loch muss endlich gestopft werden. Wie stehst du zum Banditen? Ja, guess what? Wie stehst du zu den Banditen von Don Esteban? Vor unserer Ankunft hatte Esteban großen Einfluss in dieser Stadt, aber als wir kamen, ist er gewichen. Jetzt versteckt sich der Banditenkönig irgendwo jenseits dieser Mauern. Ohne ihn sind seine Leute nur ein loser Haufen von Landstreichern und Gesetzlosen. Ich beobachte sie. Solange ihre Zahl überschaubar bleibt, haben sie keine Macht. Das kann sich allerdings schnell ändern. Deshalb müssen wir wachsam bleiben. Warum ist der Inquisitor gerade auf diese Insel gekommen? Hier ereignen sich Dinge, die unsere Anwesenheit unabdingbar machen. Die heilige Halle der Vulkanfestung wird von sehr alten Kräften bedroht, die seit langem verschollen geglaubt waren. Wir sind gekommen, um die heilige Flamme und das Volk dieser Insel zu schützen. Wir müssen die Geheimnisse der emporgestiegenen Tempel ergründen und das alte Volk ihrer Erbauer verstehen lernen. Zu diesem Zweck sammeln wir alles, was wir in den Ruinen der alten Tempel finden und bringen es in die Festung. Yes. Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Sie ist intakt
Und sie wird es auch noch so lange sein, wie die Zahl derer, die nicht dem Gesetz folgen, klein bleibt. Sollte allerdings das Verbrecherpack versuchen, die Oberhand über die Stadt zu erringen, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Jeder hat dem Gesetz des Inquisitors Folge zu leisten. Warum wird das Volk in der Hafenstadt gefangen gehalten? Warum wird das Volk in der Hafenstadt gefangen gehalten? So. Du glaubst also, dass wir die Leute hier gefangen halten? Normal. Ja, jetzt pass mal auf. Draußen lauern Gefahren, denen ein einfacher Bürger nicht Lockdown. Gewachsen ist. Alle, die sich innerhalb der Mauern dieser Stadt befinden, können froh sein. Schließlich beschützen wir sie. Also, ich möchte sowas nicht wieder hören. Ja, klar? Chill dein Leben. Die Lage sollte sich mittlerweile entspannt haben. Ja, sieht ganz so aus, als hätten wir die Situation einigermaßen im Griff. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der Don seinen Plan, die Stadt zurückzuerobern, endgültig aufgibt. Nun wird es Zeit, dass wir uns um den Artefaktschmuggel kümmern. Ich muss wissen, wie die Mistkerle die Artefakte aus der Stadt schaffen konnten, ohne erwischt zu werden. Wie kann ich dich unterstützen? Ich brauche loyale Männer, die in meinem Sinne handeln und mithelfen, diese Stadt intakt zu halten. Wenn du mir helfen willst, dann unterstütze mich, die verbrecherischen Banditen im Zaum zu halten. Ich werde dir helfen, deine Stadt zu säubern. Nun denn, wenn das so ist, dann werde ich dir jetzt sagen, was du tun wirst. Geh und finde alle Banditen auf den Straßen meiner Stadt. Stelle sie und sorge dafür, dass sie keinen Schaden anrichten. Meine Wachen werden dir dabei helfen. Viel Erfolg. Und denk dran, ich werde dich beobachten. Wenn sich etwas Wichtiges ereignet, das dich deiner Aufnahme in unserem Orden näher bringt, werde ich dich rufen lassen. Ich werde die Artefaktschmuggler für dich aufspüren. Viele vermuten, dass das Bordell am Hafenkai damit zu tun hat. Aber Sonja traue ich das nicht zu. Ich denke eher, dass die Banditen hinter Bordell, der Sache stecken. Okay. Wenn du dafür einen Beweis finden würdest, könnten wir die Schmugglerbande endlich dingfest machen. Wegen der Banditen des Don. Ah ja, jetzt geht's alles ab. Sid war eine harte Nuss. Jedoch wird er dir ab heute keine Probleme mehr machen. Sid, sagst du? Der war mir schon lange ein Dorn im Auge. Sehr gut. Hier hast du ein paar Münzen als Belohnung. Oh, jetzt werde ich reich. Wegen der Banditen des Don. Delgado, nochmal. Delgado hat versucht, sich die Gosse unter den Nagel zu reißen. Ach, der ist auch ein Puffkopfgewinner, genau. Die Gosse ist schon unübersichtlich genug. Da brauchen wir nicht noch so einen Strolch. Gut gemacht. So, Banditen des Don. Wegen der Banditen des Don. Lucor, genau. Lucor war sehr bemüht, Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Das hat sich nun erledigt. Lucor. Wenn ich schon den Namen höre, sträuben sich mir die Nackenhaare. Eine Sorge weniger. Gut gemacht. Yes. Wegen der Banditen des Don. Weasel, genau. Weasel wird im Händlerviertel keinen Schaden mehr anrichten. Der Karl war schon ziemlich dreist. Dass wir den los sind, ist eine wahre Wohltat. Sehr gut. Hier ist deine Belohnung. So, no, Alter, wegen der Banditen des Don. Tony ist erledigt. Er hatte versucht, ins alte Haus des Don einzubrechen. Aha, dann kann er ja froh sein, dass ich ihn dabei nicht erwischt habe. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. Okay, Gold von Captain Romanov ist geborgen. Das Gold von Kapitän Romanov ist geborgen. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, der Mistkerl würde das Rätsel um den Verbleib des Goldes mit ins Grab nehmen. Gute Arbeit. Jetzt muss ich noch den Schmuggler finden, ne? Die Straßen deiner Stadt sind jetzt sauber. Ja, ich hörte schon, es seien tatsächlich alle Banditen des Don von den Straßen verschwunden. Sehr gute Arbeit. Mach weiter so, du wirst es zu was bringen, Junge. Fehlt jetzt nur noch der Anführer der Bande hier in der Stadt. Wenn du noch dafür sorgen würdest, dass der Kerl auch verschwindet, dann wäre ich beeindruckt. Alter, ey. Nebenjob, Ehre. Nein, jetzt nicht. Ich brauche ein stumpfes Schwert. Okay. Moin, Alter, die haben... Wer bist du? Was willst du? Wie heißt du überhaupt? Philippe, was machst du? Was machst du hier? Ich bin Ausbilder. Ausbilder für den Stabkampf. Aber hier gibt es nichts für mich zu tun. Wie meinst du das? Carlos hat fast alle Männer in die Stadt geschickt. Da bleibt wenig Zeit für die Ausbildung. Was ist mit dir? Möchtest du trainieren? Was kannst du mir beibringen? Bring mir was über den Stabkampf bei. Yes, das will ich lernen. Unterrichte mich im Stabkampf. Wie du angreifst und parierst, weißt du ja schon.
Anstatt den Angriff deines Gegners einfach zu parieren, schlag seine Waffe beiseite und bereite deinen eigenen Angriff vor. Das nennt man Konterparade. Das Wichtigste dabei ist, deinen Gegner genau zu beobachten. Wenn du im richtigen Moment triffst, kommt er ins Straucheln und du kannst direkt wieder angreifen. Gib mir Start 3. Unterrichte mich im Stabkampf. Um das ganze Potenzial deiner Waffe zu nutzen, musst du deine Kampftechnik verbessern. Bisher hast du deine Gegner immer direkt von vorne angegriffen. Wirklich gute Gegner werden solche Schläge einfach parieren. Du vergeudest unnötig Kraft. Aber du kannst auch seitwärts schlagen. So kannst du den einen oder anderen Gegner überraschen. Kann ich auch Kombinationen schlagen? Du kannst den Schwung des ersten Schlages nutzen, um einen zweiten, stärkeren Seitenschlag zu führen. Stab hier! Unterrichte mich im Stabkampf. Wenn du während einer Konterparade dicht an deinem Gegner stehst, solltest du versuchen, ihm noch einen Schlag zu versetzen. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber die zusätzliche Wunde bringt dich deinem Sieg ein Stück näher. Das klappt natürlich nur, wenn der Gegner direkt vor dir steht. Also setzt du deine Konterangriffe am besten in deinen Kombinationen ein. Weiter kann ich dich erst trainieren, wenn du dem Orden angehörst. Wäre. Okay. Rustiges Schwert, ey. Kann ich verkaufen hier? Kann ich das schleifen oder so? Ich brauche ein stumpfes Schwert. Ach, das ist nicht stumpf genug. Darf ich hier rein? Anscheinend. Ich schleich mal hier. Wer Goal. Sagt's denn? Goal. So, speichern. Geht doch. Boah, bin ich gut. Bin ich gut, ey. Bin ich gut oder bin ich gut? Oh, die geht einfach so. Okay. Was habt ihr noch so? Nix, ne? Der Carlos, der hat sich... Alter, ey. Kann ich mir das nehmen hier? Alter, ist for free. Rostiger Zweihänder. Ist ja for free alles hier. Wo geht's hier hin? Wird gleich mal eingepackt hier. Schade, dass man die Tür nicht zumachen kann. Sneaky, sneaky. Nochmal von vorn. Shit. Jawohl. Oh ja. Mein Instinkt war doch der richtige. Was ist das? Achso, das ist so Sprintenkram, ne? Also viele Zauber hier sind Buffs und so. Das war eigentlich ganz witzig immer. Für Zinnen, ne? Olla. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Oh, nice. Richtig, 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 richtig nice. So, ich habe noch ordentlich Nebenquests hier abzugeben in dem Game. Alter. Ja, damit. Boah, Hauptsache, dass er das nicht sieht hier. So, moin. Jetzt nicht. Okay, gut. Ich hab Auftrag. Ich hab Auftrag. Tschüss, Alter. Wieder der so jumpt in der Luft. Sicke Moves. Was ist das? Oh, nochmal plus Stabkampf. Heftig. Stärke plus 3 oder das? Ich nehm den Stabkampf. Alter, Stabkampf 5 haben wir dann einfach. Ich will mal sehen, meine Moves. Die Waffe weg, sofort! Okay. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Alter, sei mal nicht so fremdenfeindlich. Gib mir das Grünblatt mal an. Moin. Was ist? So, dann trommeln wir hier Ulf, Düter, Blabla zusammen. Gibt einiges zu tun. Wir haben jetzt, glaube ich, genug Fälle, die wir abgeben können. Für Flavio, der Kram. Du machst das. Was gibt's? So, du warst das, ne? Hab ich schon, ne? Ah, moin. Hier, Fälle. Hier sind die Fälle. Mal sehen. Das sieht ja gut aus. Was ist? Kommen wir ins Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch. Oh, geil.
Ich will jetzt nicht gestört werden. Pech. Genau, dann sagen wir mal... Was ist? Flavio Bescheid, whatever. Geht bei euch irgendwas? Boah, ich bereite mich schon auch immer hier auf die Vulkanfestung vor. Ich hab genügend eigene Sorgen. Ich weiß. Aber mal mit allen labern hier. Probleme haben wir alle. Moin. Was ist los? Oh, ich bringe dir Fleisch. So war das. Ich bringe dir Fleisch. So? Im Auftrag von Flavio. Daraus kannst du einen leckeren Eintopf machen. Ah, sehr gut. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich danke dir, mein Sohn. Okay. Sonst noch was? Ja, er verteilt jetzt Fleisch. Meister Beltschwur verteilt jetzt Fleisch. Wunderbar. Hier, nimm diese Tränke. Das Leben hier ist ziemlich gefährlich. Hier, draußen ist es ziemlich gefährlich, ja. Ich brauche ein paar Sachen. Habe ich alles, ne? Alter, ich habe so viel Geld, ich habe so viel Money. Wie viel Schaden machen die überhaupt? Ja, nee, da habe ich Besseres. Das goldene Schwert behalte ich mal. Kurzbogen, Maul. Das kann weg, das kann weg. Den behalte ich natürlich. Axtkampf, ich weiß nicht. Behalte ich nochmal. Der ist unnötig, weil ich mir eh Schleichen ja antrainiert. Deswegen kann ich den Kakao. Das ist mega unnötig. I'm so sorry. Und jetzt kann ich die... Ich weiß nicht, die restlichen Fälle verkaufe ich woanders. Gib mir Geld. Danke. Moin. Stimmt, der will mir ja nichts mehr umdrehen. Dann sage ich jetzt mal allen Bescheid hier. So, lasst euch... Ihr sollt euch treffen, genau. Sammelt euch! Dein Bruder Olf schickt mich. Ihr sollt euch an eurem Treffpunkt sammeln. Ah, sehr gut. Das bedeutet, dass er vielleicht einen neuen Job für uns aufgetrieben hat. Danke für die Nachricht. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Okay. Sorry. Dann müssen wir Dütor Bescheid sagen, ne? Ach ja, und es gibt ja noch die Gosse hier, ne? Ja, nicht die, in der Gosse gab es diese Baracke. Aber ich habe doch, dachte ich, nur einen Schlüssel, oder? Die da, ne? Lol. Echt jetzt? Ach so, da hatte Vasili dann noch einen, okay. Rum, Dietrich, Zähne, altes Schriftstück. Was für ein altes Schriftstück? Okay. Aber hey, geil, hier kann ich pennen. Ich glaube, das sollte ich zu Patty mal bringen. Das könnte die interessieren. Ich habe genügend eigene Sorgen. Ist die Karte eigentlich fertig? Ist die Karte fertig? Nein. Oh Mann, ey. Es geht erst wirklich, wenn ich die Stadt verlassen darf, oder? Mir geht's gut. Und dir? Mach dich nützlich. Ingwa, was geht? Deine Frau macht sich Sorgen um eure Söhne. Deine Frau macht sich Sorgen um eure Söhne. Ah ja, meine Frau macht sich Sorgen um alles Mögliche. Ist ja kein Wunder, dass meine Jungs weg sind. Wenn Tilda nur ein bisschen ruhiger wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht so viel saufen. Shishu, was ein Knecht, ey. Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab. Was ein Knecht, ey. Warum liegt da Gold auf dem Boden? Lass dich nicht aufhalten. So, bevor ich mit dir rede... Wo ist er denn? Du bist das, ne, Düter? Dein Bruder Olf sagt, ihr sollt euch beim Treffen sammeln. Dein Bruder Olf sagt, ihr sollt euch bei eurem Treffpunkt sammeln. Gute Sache. Bin unterwegs. Oh, kurz und trocken. Kurz und trocken. So, Paddy. Wegen deines Vaters. Wegen deines Vaters. Ich fand dieses Schriftstück. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmünzen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Behalte dein Gold. Flirtentime. Ja, normal. Hier, jetzt erzählst du... Behalte dein Gold, erzähl mir, was ich wissen will. Behalte dein Gold. Jetzt erzählst du mir erstmal, was ich wissen will. Na schön. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Also, was willst du wissen? Oh shit. Was ist mit Captain Romanoff?
Was ist denn jetzt mit Kapitän Romanov? Er und seine Mannschaft können mir mal gestohlen bleiben. Ich hab jetzt, was ich wollte. Mhm. Was ist denn an dem Zettel so wichtig? Was ist denn an dem blöden Zettel so wichtig? Blöder Zettel? Ich kenne einige, die würden dich glatt umbringen, um an diesen blöden Zettel zu kommen. Das ist der nächste Hinweis. Aber was rede ich? Du verstehst das ja sowieso nicht. In dem Fall nein. Glaubst du immer noch, dass dein Vater auf der Insel ist? Glaubst du immer noch, dass dein Vater auf dieser Insel ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er hier gewesen. So viel weiß ich jetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn gefunden habe. Und was passiert mit der Kneipe, wenn du weg bist? Was passiert mit deiner Kneipe, wenn du weg bist? Die wird mir nicht weglaufen. Und selbst wenn damit irgendwas passiert, kümmere ich mich darum, wenn ich gefunden habe, was ich suche. Mhm. Was soll mit der Baracke passieren? Was soll mit der Baracke deines Vaters passieren? Mhm. Von mir aus kannst du sie benutzen. Den Schlüssel dafür hast du jetzt. Ehre. Danke für das Angebot. Ich hoffe, das sagst du nicht nur, damit da mal jemand sauber macht. Du kannst ja auf der Straße schlafen, wenn dir das lieber ist. Nein, nein, schon gut. Ich nehm's. Ein Haus im Hafen habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut. Ist auch besser für dich. Glaub mir. So, jetzt muss ich nur noch aus dieser verfluchten Stadt herausfinden. Okay. Zeig mir deine Ware. Läuft. Ich glaube, das ist alles. Gut, in der Hinsicht. Oh, Walter gönnt sich auch jetzt hier, ey. Ehrenmann. Schön, dass die auch hier ihre Tagesabläufe und alles haben. Ist einfach nice. Du hast doch bestimmt noch was vor. Niemand weiß. Soll ich zu Romanov? Ich kann auch zu Romanov gehen und ihm dann Bescheid sagen. Das würde ich sagen, machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wobei, ich kann auch mal kurz hin. Ich bin neugierig. Lauf schneller. Ah. Vielleicht hat er ja wirklich was dazu zu sagen. So, noch einmal richtig schön einen reinwürgen. Nein, jetzt nicht. Okay. Ist der Kollege eigentlich da hinten immer noch mehr der beschäftigt? Das wäre so witzig, ne? Wochenlang gebucht hier. Probleme haben wir alle. So. Hallo. Ich fand ein altes Schriftstück in Stahlbarts Baracke. Und? Wo ist es jetzt? Ich habe es Patty gegeben. Was hast du? Hab ich nicht gesagt, du sollst es mir bringen? Naja, ist ja wohl nicht mehr zu ändern. Und? Was hat sie gesagt? Sie meinte, sie hätte jetzt, was sie wollte. Aha, so ist das also. Ich wette, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird sie die Stadt verlassen. Wart's nur ab. Danke. Aber das nächste Mal tust du das, was ich dir sage, klar? Okay. So wie dazu, extra XP. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Gibt noch ordentlich was zu tun hier in der Stadt. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.